Ach- und Krachgeschichten. Heute Herr Tutorial. Der hier ist kein Fisch, sondern ein Wal. Dem ist alles egal. Und das ist Herr Tutorial. Was? Den kennt ihr schon? Macht nichts, erkläre ich euch trotzdem. Herr Tutorial dreht gerne Videos. Aber nicht solche, sondern solche. Und was braucht man dann, um das Video auch allen zeigen zu können? Genau, einen Kanal. Aber nicht so einen. Der hier ist besser. Was macht man noch so, wenn man so ein richtiger Herr Tutorial ist? Richtig, Geld verdienen. Und was braucht man so zum Geld verdienen? Genau, Fans. Und damit die auch immer schön deine Videos anschauen, musst du dir was einfallen lassen. Da kannst du zum Beispiel so richtig fett rumschleimen, so wie die hier. Oder du machst das wie Herr Tutorial. Ja, ich bin seit 9 Uhr morgens, 8 Uhr irgendwas unterwegs und habe ein paar Sachen gekauft für euch. Es ist was ganz anderes, wenn man etwas neu kauft und sich, also in dem Fall für euch freut. Und ja, ich weiß, es ist was anderes, als wenn man ja erst 2 Tage wartet und dann zeigt, dass man ja was gekauft hat für euch. Ja, so ein bisschen sympathisch rumgrinsen macht sich auch ganz gut. Und das kann natürlich auch Herr Tutorial. Dann machst du noch so ein paar ganz tolle Gewinnspiele. Gewinne, 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 gewinne. Bei denen natürlich nur deine absoluten Premium-Fans mitmachen dürfen. Und am Ende gibt's sogar wirklich einen Gewinner. Der gewinnt so nämlich viele neue von denen hier. Und damit noch mehr Fans deine Videos anschauen, versprichst du den Leuten einfach irgendwelche schönen Sachen. Guckt mal hier, so macht man das. Jetzt schauen wir uns mal an, Subhanallah, was im La Allah, was es noch alles gibt im Paradies. Du wirst einen Palast bekommen mit Steinen aus Gold und Silber. Und du wirst eine Asche, ein Möbel darin haben, die von Engeln gemacht worden sind. Kannst dir gar nicht vorstellen, ne? Nö, kann ich nicht. Und dann bettelst du noch ein bisschen nach Daumen hoch und Favos, nicht Faschos, Favos. Und wenn dir das dann immer noch nicht reicht, dann machst du in deinem Video einfach eine Anmerkung, so wie die hier. Und schwupps, hast du gleich wieder ein bisschen mehr Geld. Lohnt sich natürlich erst, wenn das noch öfters passiert, aber dafür hast du ja die hier. Und wenn du noch ein bisschen mehr Geld brauchst, nimmst du dir eins von deinen Videos und gibst dem einen Tiernamen. Und damit die hier nicht merken, dass das eigentlich voll Moppelkotze ist, deaktivierst du da ganz einfach die Kommentare. Aber halt! Da kommt der böse Onkel vom Videoamt und sagt, da ist doch gar kein Biber drin. Das ist voll Moppelkotze. Kannst du richtig Probleme mit deinem Kanal kriegen. Steht sogar hier. Guck mal. Kriegt der Herr Tutorial einen riesen Schreck. Denn auf den Onkel vom Videoamt hören auch viele von denen hier. Doch wenn du so ein richtiger Herr Tutorial bist, hast du auch dafür eine Lösung. Nimmst du einfach wieder das Video und schreibst einen neuen Titel rein. So ein Biber ist da zwar immer noch nicht drin, dafür hast du den aber hier auf dem Thumbnail. Damit trotzdem möglichst viele kleine Kinder draufklicken.